Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Coast Guard. Ja, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich weiß noch gar nicht so richtig, ob ich jetzt alles, was ich aufnehme, es kommt jetzt drauf an, wie lange ich noch brauche, nur mal zur Info für euch. Alles, was ich jetzt noch aufnehme, mal gucken, wie lang der Part jetzt wird. Ob ich das vielleicht an dem anderen, den ich davor aufgenommen habe, dran schneide. Es kann also sein, dass ihr mitten in der Aufnahme mitten in der Folge meine An- und Abmoderation habt, weil ich es einfach zusammengeschnitten habe. Weil ich habe nämlich was entdeckt. Ich habe hier offscreen mal noch ein bisschen rumgesucht, weil mir es einfach zu doof ist, hier jetzt nach 10, 20, 30, whatever Minuten hier irgendwas zu suchen. Und Tatsache habe ich noch einen Hinweis gefunden und habe diesen entdeckt. Und zwar hier hinter diesem Container. Da ist der Blutfleck. Wo ist er hin? Ach da. Da ist nämlich ein Blutfleck. Und diesen müssen wir auch noch analysieren. Ich hoffe, dass es dann da gewesen ist mit Hinweisen, weil wir haben dann 3 Stück gefunden, aber wir schauen natürlich mal. So, jetzt nehmen wir erstmal den Blutfleck. A red smudge. I'm pretty sure that's blood. I should take a sample. Eine Probe, warte, eine Probe. Probe. So. A red smudge. I'm pretty sure that's blood. Ja, wir haben den Blutfleck. Gut. Okay, so. Diesen Blutfleck müssen wir natürlich wieder analysieren lassen. Und dazu müssen wir hier hinter auf unser Schiff. Und dann schauen wir mal, was der OIM oder wie er heißt, was der dazu sagt. Dann haben wir nämlich 3 Beweise insgesamt gefunden. Die UNICEF-Jacke, den Schädelknochen bei dem Bohrschlamm und einen Blutfleck. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Vielleicht reicht das ja dann. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann deinstalliere ich das Spiel. Also, dann reicht's mir. So, jetzt aber erstmal wieder zurückschippern. Das dritte Mal übrigens. Und ja, naja, gut. So, auf geht's. Achso, erstmal rückwärts ausparken. Die See ist immer noch etwas unruhig. Ein Ententeich sieht anders aus. Aber das macht nichts hier. Unser kleines Boot, unser kleines Spezialboot, kriegt das hin. So, ich weiß immer gar nicht, was ich euch erzählen soll in der Zeit, wo ich jetzt hier zum nächsten oder beziehungsweise jetzt hier das nächste Beweismittel analysieren lasse. Analyse? Ja, ja, schreibt mir einfach mal, das wäre super geil, weil ihr könnt mich natürlich auch immer ein bisschen unterstützen, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Und zwar komplett kostenlos und ohne Aufwand, indem ihr einfach die Videos quasi positiv bewertet, mir in die Kommentare schreibt, wie ihr es fandet und wie eure Meinung von dem Game ist und so weiter. Eine kleine Zusammenfassung am Schluss wird natürlich von mir auch noch kommen, wie ich es finde, ob es sich lohnt, ob es sich nicht lohnt und so weiter und so fort. Kann ich jetzt noch nicht so sagen, mal gucken, wie lange die Story noch geht. Aber prinzipiell so das Däumchen und so weiter. Ich weiß, jeder bettelt immer nach Daumen, aber man muss eben dazu sagen, das ist halt eben auch die einfachste Methode, wie man einen Let's Player auf YouTube unterstützen kann, indem man ihnen einfach zeigt, das Video war cool und deswegen bewerte ich es positiv und das ist ja wirklich nur ein kleiner Klick und ja, also wie ihr eben wollt, ne? So, und jetzt tun wir erstmal den Blutfleck analysieren, haben wir die Überfahrt ja hier doch ganz gut rumgekriegt mit sinnloser Laberei. Larry, ich komme. Da ist Larry. So, auf das Ding hier. Blut, da. Larry, ich habe dieses Blut hier. Das Blut. Ich hoffe, dass es uns etwas über die Mordverletzung sagen kann. Natürlich. Ein proper Bluttest kann bis zu ein paar Stunden dauern, doch. Ich will nicht wirklich hier so lange rumhängen. Ich kann einen rapiden Bluttest auch, doch. Eine Sekunde. Okay. Interessant. Hab schon gedacht. Es ist menschliches Blut, das ist sicher. Eine Frau. Ein paar unpleasant Viren und Bakterien. Nicht ein sehr gutes Immunsystem. Whoever's blood this was seems to have been in quite a frail condition. What else? Anything that could give us a clue as to who this person was? Ah, look at this. I ran the DNA through the analyzer. It's clear from this person's haplogroup that they were a third country national. The haplogroup? Yes, we can determine someone's genetic origin very precisely through the analysis of the base pairs in the DNA. And the comparison with the mutations of all the different population groups in our database. The haplogroup is basically the genetic branch in the mutation tree, meaning the group of Homo sapiens that is genetically closest to whoever's blood this was. And in this case, we can clearly see that she was a third country national. A refugee. Could it be that the victim was one of the refugees from the refugee boats? It's certainly possible. Da haben wir's doch. More than likely, actually, if I think about it. And where is this woman now? Where are the rest of the refugees? I'm going to find out. Thanks, Larry.
Okay, jetzt muss mir einer was erklären. Und zwar, ne, es ist ein Mord passiert und so weiter. Wir haben ja hier den Ogre da. Wir haben den toten Putzmann und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber wieso fahren Flüchtlinge zu dieser Bohrinsel und werden dann getötet? Zerhackt und im Bohrschlamm entsorgt. Wie makaber ist das Thema zur aktuellen Situation? Wie krass! Also ohne Scheiß, Astragon, da hat er ja wirklich mal einen gucken lassen. Also wenn jetzt hier wirklich Flüchtlinge zu dieser Bohrinsel gefahren werden und dann auf dieser Bohrinsel getötet werden und im Bohrschlamm entsorgt, gibt mir das ein wenig zu denken. Alter Schwede, das ist hart. Also gerade, ich meine, ihr wisst ja selber, die aktuelle Situation und so weiter, die aktuelle Flüchtlingssituation, gerade auch in Deutschland und so weiter, ist ja ein sehr heikles und sehr sensibles Thema, was man wirklich sensibel auch behandeln sollte. Und das ist eine Hausnummer. Aber wir schauen einfach mal, ob es denn wirklich so ist. Ich will natürlich hier keine falschen Mutmaßungen anstreben, aber... Also wenn das jetzt wirklich so ist, da haut's mich hier weg. Also da muss ich ein kurzes Päuschen einlegen. Das muss man ja auch erstmal verdauen, ne? Also... Also... Das wäre hart. Das wäre wirklich hart, ey. Also... Oh Mann, ey. Solche Spiele möchte ich nicht unterstützen. Die Flüchtlinge im Bohrschlamm entsorgen. Ey, was geht ab? Na gut, aber wir schauen erstmal, ob es denn so ist. So, Vorsicht, hier haben wir uns schon ein paar Mal in den Kopf gestoßen. Hängt immer noch kein Warnschild dran. Ah, das ist aber auch... Ich werde es ja auch gleich mal bei dem IOM oder OIM oder MOI oder MIO direkt mal ansprechen. So, jetzt aber erstmal zum Blutfleck. Da geht's los jetzt hier. Auf das Brett. So, mein Freundchen. Cockschelle. Und dann bist du fällig jetzt. Ich hab Fragen. Hier hat ein Verbrechen stattgefunden. So, das haben wir alles schon gelesen. Zeug hat einen Mord beobachtet. So, bla bla bla, das haben wir auch schon. Ich habe einen Blutfleck gefunden. Human blood. This sample was taken blood. Near the warehouse. That's exactly where the murderer is always hanging around. That really is a little strange. Well, what else do you have? I found this bone fragment. It's a okay, tun wir einfach alles nochmal vortragen. Well, okay. That looks like you're actually right about this. Okay. Something brutal really did happen. Okay, okay. Wir kommen weiter. It isn't quite clear yet. But I'm going to find out. There are refugee boats heading here. Bringing. Why would there be ref? Look, we drill. Do you have any proof? So, die Flüchtlinge sind das Opfer. A fisher saw the boats heading over here. A fisher? I wouldn't believe. Well, what else do you have? I thought it's typical. Well, I have to admit, it really does look like. Okay. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. And where are they now? It seems quite. Ja, im Bohrschlamm. The refugees were killed here. That's why there are so many traces of human remains. And we were even able to arrest the murderer during our last visit here. You owe me some answers. Okay. I'm placing you under arrest for the time being. And taking BAM! In your face! We'll get you talking. You can bet on it. Festgenommen, mein Freund. Jawoll! So, und den bringen wir jetzt zurück auf unser Boot. Moment, falsche Richtung. Oh! Die Musik klingt danach. Ja, und was sage ich? Bis jetzt 10 Minuten aufgenommen. Naja, wir schauen mal, was noch kommt. Vielleicht muss ich es doch nicht zusammenschnippeln, wäre mir ganz recht, wenn der Partner ein paar Minütchen gehen würde hier. Hier, die Stimme ist auch schon weg. So. Wee. Oh, das war ein plötzliches Ende der Musik. Jetzt
Jetzt kommt ein riesengroßes Meermonster hier rausgeschossen, frisst das Boot auf. Alle sind tot, alles ist ungeklärt und das Spiel ist zu Ende. Development und die Credits laufen ab. Das war geil. I was able to prove that refugees were transported to the oil rig and murdered here. That's unbelievable, Finn. Yeah, it really is. I'm bringing Mr. Cromwell over to us and placing him in the interrogation cell. I don't think it should be too hard to get him to tell us what exactly happened there. Okay. Fatima and I still need a bit of time here. Can you pick us up later? Sure thing, buddy. But be careful. The murderer is still on board there somewhere. We will be. See you in a bit. Okay. Verfehlt. Okay, jetzt krieg ich das Ding hier nicht eingepackt. Sonst sitzt er immer beim ersten Mal und du? Jetzt aber. So, jetzt aber. Rein damit. Jawohl. Sehr schön. So, oh, Mr. Cromwell, jetzt. You see, there's no sense in denying it. I'm going to find out anyway. You're right. I know. I'm sorry. I'll tell you everything. Why are refugees being brought to you? Weiß was. Well, they were brought here to be disposed of. You know, the refugees are a problem. And we're solving it. You're solving it? You're saying murder is a solution. Wie krass. These people don't stand a chance in life anyway. They don't have a chance where they come from and they're not going to have a chance in their new life either. Das and ist krass. They're not welcome in our society. We're just shortening their ordeal. That's barbaric. What do you do with the refugees? Yeah, well, you've met our Sam already. You mean Salvador Hernandez? Well, yes, exactly. He's with us on the oil rig to, take care of the refugees. He doesn't have a clue about drilling. He's only with us to take care of that one job. Das ist get rid of the remains of the refugees in the drilling fluid. That way we can always pump the incriminating evidence deep under the Earth's surface. Out of the reach of investigators like you. Always. That means you do it quite often. Multiple times a week, yeah. The refugee ships arrive at night when most of the staff are asleep. The refugees are then driven into the warehouse. That's why you always have yourself assigned to the night shift. That's how it is, yeah. I don't know exactly what happens in the warehouse. Mr. Hernandez takes care of that. I just kind of look the other way. Oh mein Gott. We gotta put an end to this. When does the next ship with refugees arrive? It'll be another couple of days yet. The last boat just arrived last night. Last night? Then we might still be able to save those people. Come with me. You have to show me exactly where the refugees are being kept. If you help me, it's sure to be taken into account, and you can get your sentence reduced. Yeah, hey, I'll help you. I'm already under arrest as it is. Wow, das ist krass. Das ist eine heftige Story, Alter. Das ist echt eine heftige Story. Flüchtlinge werden dorthin gebracht, weil sie im Leben keine Chance haben. Und um ihren Leidensweg zu verkürzen, werden sie dort getötet, zerhackt und im Boschlamm entsorgt. Wow. Das ist hart, muss ich echt sagen. Also da muss ich jetzt erstmal schlucken, ey. Das zur momentanen Situation ist das schon echt eine Hausnummer. Krass. Weiß nicht, was Astragon mit dieser Story also da bewirken will, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, gut, war das Thema schon aktuell, wo dieses Spiel entwickelt wurde oder mittendrin gesteckt hat? Wo die Story schon fertig war? Gab es da dieses Flüchtlingsthema jetzt gerade hier bei uns so schon? Ich weiß es nicht. Aber es ist sehr sarkastisch und sehr makaber auf jeden Fall. Das ist... keine Ahnung. Wow! Alter, war ich jetzt erschrocken. Wow! War ich jetzt erschrocken? Leck mich am Arsch.
Aber Leute, an dieser Stelle beende ich den Part erstmal. Das muss ich auf jeden Fall ein bisschen sagen lassen. Die Crew hat die Schnauze voll und untersucht ein weiteres Mal Petro Tower 5. Dabei passiert das Unfassbare. Ein Blowout sprengt die komplette Insel. Finn muss die Bohrinsel-Mitarbeiter retten. Das machen wir in der nächsten Folge. Schreibt mir auf jeden Fall rein, wie ihr es fandet. Lasst das Däumchen da und ich bin erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Wow, krass.